160 Folgen bereits beim Let's Play zu The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Und das lange schon beim Hauptspiel, was schon einiges zu heißen hat, denn bei Breath of the Wild haben wir damals etwa 120 gebraucht. Für die ganze Story. Plus natürlich Sidequests und so drum und dran, aber natürlich ohne DLCs, die es jetzt bei dem Spiel hier nicht gibt. Aber trotzdem, ne? Und wir sind noch lange, lange nicht am Ende. Also 200 Folgen, glaube ich, schaffe ich relativ. Ja. Problemlos, ja, oder knapp. Wir schaffen es auf alle Fälle. Bin mir ziemlich sicher. So. Was das jetzt soll, verstehe ich auch nicht ganz. Wir sind hier bei einem Quest noch von Riju, der Schatz in der Gerudo-Wüste. Haben wir offenbar eine Höhle entdeckt, die damit zu tun hat. Und ja, jetzt muss ich halt die Nubo ein bisschen benutzen als Abrisskommando. Das kann dauern. Ich könnte natürlich auch irgendwie meine eigenen Dinge dafür nutzen, meine eigenen Waffen und so weiter, aber wozu? Ich muss eine tolle Abrissbirne haben wie in Nobu. Und wir dazu auch mitunter ein paar Waffen noch dran, aber naja. Wie gehabt, alles verrostet hier oben. Leider, leider kein Platz mehr. Was? Nein. Mal ganz kurz, das ist irgendwie. Ich habe ein paar zu viele Weißen hier unten. Ich entlasse mal kurz Tulln und Sidon. Riech in der Wüste finde ich passt irgendwie noch. Ich glaube, ihre Donnergriff könnte ich noch ganz gut gebrauchen. Die Ausbeute ist schon nicht schlecht, das muss man zugeben. Aber es ist einfach scheiße lange dauert, bis wir hier ein bisschen durch sind. Da drüben ist noch ein Gegner im Vorhinein gesehen, oder? Wir werden es gleich sehen, Leute. Die Waffe zerbricht gleich. Ja, das war eigentlich auch mein Ziel davon. Ah! Gerudolanze! Maximiere die Haltbarkeit steigt jedoch weniger stark. Okay. Trotzdem jetzt nicht allzu übel, aber allzu übel. Ich muss mal kurz das Ding hier loswerden. Dankeschön. Könnte man denn dafür was Cooles nehmen? Sowas oder sowas wieder. Aha.
Okay, gefühlt so nicht mehr so lange, wie es vorher schon war, aber hey, immerhin. Nein, Ja, ich weiß, Leute, es dauert leider und dauert und dauert und dauert. Ich weiß, ich komme auch irgendwie weiter, wa? Das heißt, wir dann in die Richtung. Heißt, wenn hier eigentlich falsch und ich muss doch darüber. Jetzt sei wiederum dahin. Ja, voll verwirrend. Ja, schon darüber, ne? Also weiter geht es jetzt ja bald noch Bombenpfeiler ein. So, jetzt reicht es aber. Ich werde sogar die hier mit ein paar mehr. Bisschen mehr Bums habe, sag ich jetzt mal. Das Teil hier ist gefühlt unendlich groß. Ah, ist einfach ein Ende. Oh, wer weiß, ob das auch richtig ist. Ein Frosch. So Mayo höre ich. Na, ob der Weg jetzt richtig ist, bin ich ganz sicher. Ein neuer Weg. Soll das hier sein? Noch ein Aborisel. Ich hatte doch schon einen. Ja, gut, es macht Sinn mit der Schatz in der Wüste. Es macht durchaus Sinn. Okay. Wo bist du? Warum? Ja, guck mal einer an. Das heißt, wenn ich jetzt den Helm, den Naboris-Helm, den quasi trage, aber den Naboris-Helm mit der Sheikah-Technologie wohlgemerkt, dann trägt sie den aus der Sonau-Zeit. Oder der mit der Sonau-Technologie hergestellt wurde. Ist immer lustig. Dass er die anderen tragen würde, gut, die haben momentan nur einen anderen. Aber okay, wir müssen halt die anderen, ja, auch tragen. Die eigenen Helme. Cool! Okay. Aber es wird damit gerechnet, dass sowas passiert. Nee, die Frage ist halt immer noch,
wo man sich fragen kann, haben die Shika, die auch die Titanen nach dem hier entworfen haben, ne? Weil die Titanen sehen ja genauso aus. Also mindestens die Kopfform von Titanen. Ob das ein Grund dafür ist, dass sie die so nachgebildet haben, nach dem Vorbild der Weisen aus seiner Sona? Er muss ja fast so sein. Weil Sona-Technologie war ja vor der Shika-Technologie, wie wir wissen. Oder weiß ich, wie wir wissen, wie es eigentlich sein muss. Alles andere wäre ein bisschen schräg. Ja, gut. Haben das soweit gemacht. Wenn es was ein bisschen schräg ist, das geht jetzt kaputt hier. Er zeigt auch da lang. Die Frage, die mir trotzdem stelle, ist, was wäre noch da drüben? Nein, ich will der Riju. Mann. Ist da drüben überhaupt etwas oder ist da gar nichts? Nee, schon ziemlich schnell Ende im Gelände, war. Hat jetzt noch hier irgendwo die ein oder anderen Schatz, aber bezweifelt jetzt ein bisschen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Da ja weniger. Hier glaube ich jetzt auch nicht, dass noch ein geheimer Gang wäre. Ja, man sieht es oben schon. Ja. Okay, cool. Haben das auch gemacht, Freunde. Eine weitere Sidequest abgeschlossen und ja. Wir haben halt einen Naboris-Helm, den haben wir halt schon noch nie bekommen damals. Noch durch ein Amiibo. Das war noch bevor ich irgendwie auch selber wusste, von wegen, hey, da mit den Amiibo und so und mit den ganzen Rüstungen, Waffen, die wir durch die Amiibos bekommen. Da ist zwar alles ganz cool, aber die kriegen wir auch in-game. Also sprich, ist es gar nicht notwendig, dass wir die Amiibos dafür einscannen. Bei Breath of the Wild war es noch anders, da hast du diese Dinge nur durch Amiibos bekommen. So. Da ist eben auch so ein Fossil, wo wir nochmal später hin müssen, nehme ich jetzt mal an. Und eine Quest mit diesen riesen Fossildingern. Warte mal, der falsche. Das ist der falsche Pfeil. Der falsche Bogen. Der Pfeil ist eigentlich egal, der Bogen. Kocksamen, 15 Stück, sehr schön. So, und jetzt hatte ich eben die Vermutung. Da fehlt noch was. Nein, ich bin noch nicht durch mit der Höhle. Na, weißt du, wenn es irgendwie darum geht, dass in einem Schatz so versteckt ist, das glaubt so ja weniger, habe ich nur noch ein Mayo Sigmund Ding vergessen. Der Freund, hätte, dass ich ihn noch was gehört hätte. Warte mal, ich deaktiviere auch mal kurz Riju hier. Darum kann fast nichts mehr sein, also. Da würde es mich jetzt auch wundern, wir gucken trotzdem mal schnell nach. Da hinten. Ja, wenn das so ein Mayo-Ding wäre. Eben, dachte vorhin, ich hätte sowas Froschartiges gehört. Warum sollte man sonst was Froschartiges in der Wüste hören? Hier will noch ein zweiter Eingang. Nee. So aus hier. Ja, kaum sind wir noch eine Truhe nicht, weil ich zwar aufgemacht habe, nicht mitgenommen habe. Das wäre ziemlich fies.
ganz kurz mal den hier nutzen. Ja, dann muss ich bald mal aufs und ein paar Bomben warm gehen. Hilft dir alles nichts. So. Schon die ganze Höhle weggeräumt. Da, da sind wir deutlich auch. Ich weiß nicht, ob das Viech ist oder was anderes ist, aber es klingt zumindest stark danach. Alter, wie fies versteckt ist das denn bitte? Zum Glück habe ich noch mich ein bisschen daran erinnert, dass ich den mal gehört habe oder dachte, ich hätte ihn gehört und vor allem habe ich nochmal auf die Karte geguckt. Ich muss ja auch alles finden wieder. 14 Topaz, 14 Saphir, 18 Rudernit, 31 Opal. Gut, mit dem Diamant ist ein anderes Thema, wa? Haben wir noch ein paar? 6 habe ich noch, okay, gut. So, jetzt haben wir alles. Jo, die Höhle ist fertig, sehr gut. Eben dann eine Überlegung gemacht, ob da nicht. Ein Stein soll es mindestens lassen liegen. Irgendwo oben nochmal in der Nähe noch ein Schrein sein müsste. Weil man dachte, er hätte noch irgendwie was aus Entfernung gesehen, aber kann mich natürlich auch täuschen. Ich habe im Spiel schon so viele Dinge gesehen, die danach als falsch erwiesen haben. So, hier gab es immer noch eine Robbe, oder? Die mich weggeführt hat. Das ist mittlerweile auch wieder weg. Man könnte es mit dem Sheikah-Sepp versuchen, vielleicht wäre irgendwie etwas, worauf, womit ich dann besser aufs Sand laufen könnte, besser. So. Hat zum Glück trotzdem geklappt. Dann wieder ins bekannte Outfit. Hinten ist er doch. Ich dachte, er hätte vorhin mal was Grünes gesehen. Okay. Hey. Bewacht von Wächtern. Minute von Starken tatsächlich auch. Die habe ich alle schon. Okay, von hier aus. Wäre das ein guter Posten, wenn ich dann mal mich zu den Jäger begeben würde von hier aus? Ja, irgendwie schon, wa? Da. Von da aus ein Jäger. Ja. Sieht es da auch schön. Aber ja, eben. Ich glaube, da machen wir sicher mal eine Spezialfolge. Beziehungsweise einfach eine Folge und dann sagen, okay, in der Folge mache ich tatsächlich jetzt nur. Ich kann noch Dinger. Tatsächlich.
die ganze Jägerquesterei. Wir haben mit den Jägern noch ein bisschen was zu tun tatsächlich und deswegen macht es glaube ich durchaus Sinn. So, jetzt kurz überlegen. Den soll ich jetzt noch so schwierig. Mache jetzt den Schrein noch schnell, weil eigentlich auch von den Sidequests aber nicht mehr so viel. Wir sind bei Folge 160. Genau gesagt wollte ich eigentlich Sidequest-mäßig eh nichts mehr machen. Naja, vielleicht dann Richtung Hebra-Region wieder oder da die ganz anderen Dinge noch machen, aber. Also die Operationsding oder eben Richtung Hebra wieder, aber zumindest hier unten haben wir bis auf den wahren Heldenmund soweit alles gemacht. Und der ist nochmal eine andere Frage. Mach jetzt nochmal ein, zwei Schreine. Also ich glaube den Schrein, da dürfte ein Malerschrein sein, aber naja. Meine Aufgabe. Der andere, den wir auch schon letzte Folge aktiviert haben, der versteckte quasi. Und Treibsand und so. Das müsste aber einer sein, der so raue Sägemäßige da hat. Überbrückter Sand. Wenn wir weiterhin zurückdrehen, kann es man natürlich auch. Was bringt es mir überhaupt, wenn ich jetzt darüber gehe? Unten durch muss ich glaube ich eher weniger, wa? Das glaube ich auch eher weniger Sinn. Und angenommen, ich gehe jetzt darüber, muss er trotzdem wieder auf die andere Seite hechten, wa? Was nicht geht. Natürlich auch machen kann. So sein soll, bin ich jetzt nicht ganz so sicher. So. Da wäre eigentlich auch schon, war noch eine Kugel war. Eine Kugel. Zurück kommt ihr nicht, wa? Okay, da können die vielleicht irgendwie dazu bringen, dass er umfällt. Bitte bleib hier, Kumpel, ich brauch dich noch. Was kommt da schon wieder? Hm.
Nein, ein Ding ist weg. Oh, glaube ich jetzt einfach nicht, ey. Ach komm schon. Ja, Mann, liebe Entwickler, was sollen wir sonst machen? Herkommen, wenn es geht. Puh! Was eine Geburt! Spurtmedizin, ja, die war auch hier definitiv. Okay, jetzt haben wir noch das Teil. Hä? Okay. Was für eine Schreinquest, hey, Junge, Junge. Wie ich hier reinkomme, ist dafür relativ easy. Also, dachtest du zumindest mal. Ah, da ist noch einer, sehr gut. Haben wir schon gefragt, ob man den wieder zurück. Wie den wieder zurücktransportieren soll. Eigentlich kann die Kugel aber so mitnehmen. Hat so viel Ärger mit dem Teil hatte. Gehe ich doch lieber auf Nummer sicher. So. Was ist das gerade? Manchmal diese Fahrzeuge, ey. Sonautechnologie, ja, ja. Die Schicker-Dinger sind viel besser. Nein. Anders, aber nicht besser. Tatsächlich. Ich weiß, wenn so eine Schicker gar nicht so eine Technologie gab, im Sinne von zusammenbauen und so. Das war der Clou daran. Das war die Schicker, ja, Titanen, Wächter und so hatten. Aber das sind halt so, ja. Dinge, die wir gar nicht mehr richtig aktiv nutzen konnten, sondern eher gegen die wir kämpfen mussten, tatsächlich. Noch ein ganz anderes Thema, wobei ähnlich wie hier mit den Sonarwächtern, tatsächlich. Ist gar nicht mal so großartig anders. Mann, Mann, Mann. Sag mal.
das was. Ich mache es halt ohne dem. Ohne dem. Was ich aber zugeben muss, von den Chica vermisst er trotzdem ein paar Dinge, technologiemäßig. Zum Beispiel, ja, da kannst du was streiten, ne? Ob das Bombenmodul und so oder generell die Module, die wir noch aus Breath of the Wild hatten. Im Chica-Pad, im Chica-Stein quasi. Also vorher auf dem Pura-Pad war. Ob man die vermissen soll, darf, wie auch immer. Aber was natürlich vermisse, sind die ganzen Pfeile. Wir hatten damals also Feuerpfeile, Eispfeile, Donnerpfeile, die wir natürlich selber bauen können, aber damals waren sie ja komplett. Da konnte man sie so auch direkt kaufen, genauso wie Bombpfeile. Und ja auch noch die. Was können wir die hießen? Chica. Nein, nicht Chica-Pfeile. Das war so Spezialpfeile, mit denen man die Gegner sofort auslöschen konnte. Man hat zwar keine Items von ihm mehr bekommen, aus dem Grund nämlich. Aber trotzdem war es cool. Okay, klappt. War einfach quasi ein Pfeil, wenn du so einen Spezialpfeil auf den Gegner schlagen konntest und der war sofort. Der hat quasi in Luft aufgelöst. Das war schon nice. Ohne Scheiß. Fünf Segenslichter sollen es sein. Gut, da haben wir nochmal eine richtige Schreinquest, aber war jetzt der hier unten? Da war gerade nur noch Aurus Segen, also nur noch abholen und raus. Nachher gehen wir kurz nochmal zu Richo vorbei, gucken, ob er was zu sagen hat, wegen dem Schatz und so. Und falls dem nicht so wäre, würde ich sagen, gehen wir ja, nochmal ganz kurz umziehen, aber dann tatsächlich zum Spähposten. Dann sind wir eigentlich mit dem Sidequest soweit durch. Nochmal irgendwie anziehen, anders anziehen oder irgendwie zu sagen, hey, ich will nochmal meine Waffen desynchronisieren oder desynthetisieren und so weiter und so fort. Das kann ich eigentlich sonst in der nächsten Folge machen. Ich kann vielleicht bis dahin noch überlegen, ob wir nächste Folge vielleicht erstmal noch zurück in unser Haus gehen und dann nochmal ein bisschen umschmücken. Mächtiges Nanium-Land, sagen wir es gerade plus 6. Das ist Nanium groß oder Breitschwert besser gesagt. Mächtiges Nanium-Land, höre mich an. Das Ding will ich behalten. Ich muss nochmal neu machen, das Ding. Jetzt haben wir Ausdauer, aber trotzdem eine 11er Stärke. Weiße Leune, Hammerspeer. Hier so eine Waffe. Da die Dinger nochmal. Breitschwert. Dann sogar noch ein Breitschwert mit mehr Haltbarkeit. Kann auch nie schaden. Ich bin sogar ein bisschen ratlos, wie das machen soll. Warte mal. Da haben wir noch einen. Das ist sogar ein bisschen doof. Also zum Testen. Ja, 48er Power ist zwar nicht übel, aber dafür eigentlich schon ein bisschen mehr Angriffspower drauf habe. Warte, ich irgendwie auch schon kurz um zu rechnen oder so. Nee. Der Rumau hat ja mehr Haltbarkeit drauf, ne?
Ja, komm, scheiß drauf. Dann runde nicht Schwert, aber ganz ehrlich. Ja, passt schon. Das sind jetzt 6 Stück. Und somit der 106 Schreine. Bin noch 46. Die überall noch sein sollen. Langsam gefragt. Gut. Aber trotzdem kann man sagen, an den letzten zwei, drei Folgen, die wir jetzt hier noch zugebracht haben mit Sidequests in der Gerudo-Wüste, doch gelohnt. Ja, durchaus. Doch, doch. Kann man schon sagen. Muss man sagen. Will ich einfach sagen. Fertig. Dann mal kurz einen Besuch bei Riju zum Gucken, was sie da zum Schatz sagt. Ob sie was zu sagen haben. Das war da damals bei Breath of the Wild so wichtig. Ups. Ein Stockwerk zu hoch. Tritt ein. Ja. Sprich von und tritt ein oder was? Dabei muss man bei Breath of the Wild immer diese scheiß Frauenklamotten anziehen, weil nur Frauen die Stadt betreten dürfen. Wobei ich mich frage, wenn wir Gandalf am Ende des Spiels besiegen. Heißt denn das nachher wieder nach 100 Jahren, wenn ein neuer männlicher Gerudo geboren wird? Wie es eigentlich immer der Fall ist. Kannst du dir jetzt vorstellen, dass die ganze Zeit keine geboren wurde, weil er Gandalf die ganze Zeit unter Schloss halber versiegelt war. Und deswegen er trotzdem noch überlebt hatte. Wow. Ja, gut. Ist nichts über Zeldas verbleibt. Das stimmt so nicht ganz vorne, weil dem gehen wir jetzt ja nach. Also. Und wie erwähnt, mit den ganzen Waffen und so. Bjorn-Schwert und auch den Schatzsäbel lege ich zu Hause ab. Also vor allem den Schatzsäbel. Bjorn-Schwert vielleicht lasse dabei. Mal gucken. Aber sicher auch hier den Schatzschild lassen dann zu Hause. Aber da wir dann zu Hause eh noch ein bisschen. Ja, ein bisschen ummöblieren müssen. Können wir uns das auch für später aufsparen und wir machen weiter. Immer heiter mit der Story. Gut. Zurück zum Spähposten und gucken, was eigentlich hier jetzt genau abgeht. So ein schöner Cliffhanger zum Schluss sehen. Ja, wie gesagt, in der nächsten Folge dann denke ich mal zurück zu unserem Haus und zuerst mal die ganzen Waffen, wo ich mir denke, passt nicht mehr, wieder desynthetisieren und dann im Haus ein paar Waffen ablegen. Das können wir gut nächste Folge machen und dann vielleicht wieder unsere Kapuze runternehmen in Hateno. Und dann noch gucken wegen der Quest mit Umes Feldarbeit oder so. Also, was ist hier los? Ihr guckt die ganze Zeit schon nach oben. Was ist denn da? Erstmal hier unten gucken, bevor wir oben mit Pura quatschen. Wurde direkt unter das Dorf dazu, also wir wurden dort Spuren an Zivilisation entdeckt. Kann das nicht nach Südwesten angehen, das kann nach Gerudo-Stadt führen, da genauso dann Verbindung zwischen Oberfläche und Untergrund gibt. Tatsächlich, es wurde ein weiterer Abgrund in einer Klippe am Dorf der Ornn in Hebron Nordwesten entdeckt. Kann sein, dass sie immer die Dinge anquatscht. Die Dinge anspricht, die gerade mit dem guten Koga zu tun haben. Weil es wirkt gerade ein bisschen so. Also, was siehst du? Hast du richtig gehört? Irgendwas ist Helderhand, wie alle behaupten. Schwimmendes Schloss? Wir sehen nichts. Sind davon, ja, wir haben das Hoverbike. Sack, sack. Oh.
Soll die da oben sein, oder was? Na, schnell zu Pura begeben. Prinzessin Ausschau. Weil macht null Sinn, warum Zelda da oben sein soll. Also die echte, sag jetzt mal. König Sido und Pura und die anderen werden sich bestimmt um Prinzessin Zelda kümmern. So, mein, wa? Was mich ein bisschen wundert, ist, dass noch keine Gronda sind. Wo sind? Ah doch, da vorne. Einer zumindest. Seht ihr was? Okay, also angeblich hat Pura Prinzessin Zelda gefunden. Finde ich jetzt ein bisschen creepy. Von hier aus? Echt jetzt? Dass man bei seinen Zelda Schloss Hyrule sein könnte, aber... Nein, das war einfach der Wald. Der war die ganze Zeit dort. 100 Jahre lang. Versiegelt mit Ganon. Das können Menschen schon verändern. So. Da sind noch ein paar von denen. Warum sind die ganzen Gronkinder hier? Wir sind selber den Anschein gefunden, aber ich kann leider nichts tun. Meine Beine sind so schwach, dass ich jetzt nicht einmal an Silikon zu Pura. Ja, wieso bist du überhaupt hier gekommen, wenn du so schwach bist? Ja, der Freund von Junobos, hör mal! Ich habe gehört, dass Prinzessin Zelda ein Schloss Hallo sein könnte. Von hier aus sieht man nichts. Direktorin Pura ist gut, die hat ihr Teleskop. Was aussieht, können wir von hier aus nichts tun. Lass mal überlegen. Ich denke nach, Mann. Der ist auch da unten und guckt nach oben. Fliege nochmal hin. Da kann nichts erkennen. Okay. Ja. Link, Vorsicht. Ja, da kann ich leider nichts machen. Schade. Die schöne Shika-Technologie. Also Pura, was ist denn eigentlich los hier? Ich habe gehört, was passiert ist. Eine Kältewelle bei einem Orni, Schlemmsteine, die Geronen verrückt gemacht haben, Schlamm, der das Wasser zu was verschmutzte, das sie zum Leben brauchen, die Gerudung in Gefahr durch Gyptos und einen Sandsturm. Das war alles sich nicht zu bewältigen. Gut gemacht. Ja, in 160 Folgen wohlgemerkt. Eine Tatsache, dass nach all diesen Planen Prinzessin Zelda nur allzu ähnlicher Gestalt beteiligt war, das lässt man vermuten, dass all diesem Kataklysmus zusammenhängt. Übrigens habe ich auch etwas zu berichten. Schon wieder? Das war ein bisschen spooky. Link, hast du gerade gesehen? Ja, bin ich blind. Das war doch die Prinzessin, oder? Ich wollte auch gerade berichten, dass ich bei Schloss Hyrule eine Frau gesehen habe, die aussah wie Prinzessin Zelda. Jetzt besteht kein Zweifel mehr. Das war wohl ein Trugschluss. Wir müssen Zelda schnell retten. Die Soldaten hier können Schloss Hyrule im Moment aber nicht erreichen. Also ist wohl wieder einmal an dir. Ja, nichts Neues. Darum bitten kann. Ich warte hier. Komm bitte halt zurück, ja? Zumindest zusammen mit der Prinzessin. Untersuche die vier Regionen, das Hauptziel ist geschafft. Nun geht's weiter mit dem schwebenden Schloss. Ohne Vorwarnung stand plötzlich der Blutmond am Nachthimmel und Prinzessin Zelda erschien im schwebenden Schloss Hyrule. So viele mysteriöse Ereignisse, so viel Unerklärliches. Wir haben ganz Spiel hindurch eigentlich schon. Wer weiß, vielleicht erfährst du mehr, wenn du dich nach Schloss Hyrule begibst und dich dort umsiehst. Zu einer Zelda? Bitte finde mich. Ja. Also ganz ehrlich, wir wissen ja durch die Erinnerungen und alles drum und dran, wo Zelda ist, dass diese Gestalt von Zelda, die das Outfit von vor tausenden von Jahren zur Zeit des Versiegungskrieges trägt,
Das wissen wir auch, dass das eben die Zelda ist, die zwar offenbar kommunizieren kann mit anderen, aber die nur dann aufgetaucht ist, wenn sie irgendwie Leid hervorgebracht hat in den vier Regionen. Also muss meiner Meinung nach, zuerst hatte ich ja einen Yiga oder so, aber die Yiga haben wir auch schon gesehen, die tragen ja Zeldas aktuelle Erscheinung. Sind auch hier sehr schön beim Charakterübersicht, dass wir hier ja Zelda haben, einmal links und einmal rechts, da schön bei den Artworks, links mit ihrem aktuellen Outfit. Kann man eigentlich fast schon ein bisschen sagen, links quasi das schicke Outfit, ne? Eigentlich das Hylian-Outfit, ne? Wegen Blau und so. Und vom Strife in der Mitte noch und rechts halt ihr Sona-Outfit. Und eben, von der in Blau wissen wir, das sind jeweils die Jäger, die sich quasi verkleidet haben. Macht ja auch Sinn, weil sie kennen sie ja so. Und bei der da muss ich eigentlich um eine Art Ganon, Phantom-Ganon, Ganondorfs Marionette verschnitten haben. Vielleicht ein komplett neues Monster, könnte ja auch sein. Aber es muss etwas in der Richtung sein. Weil Ganondorf kennt sie nur in der Form. Gut, doch in der aktuellen kennen sie auch, stimmt. Noch in der ersten Folge, wo wir Ganondorf, naja, nicht erweckt haben, aber auch gesehen haben. Das ist natürlich auch so. Gut, Freunde, an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Trotz Überlänge, trotz allem drum und dran. Das war's mit 160 Folgen von Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich mache jetzt doch erstmal für eine Weile eine kleine Pause, Aufnahmepause. Wird euch nicht betreffen, weil ihr habt irgendwie 40, 50 Folgen im Voraus. Ist übertrieben. Sagen wir 30. 30 Folgen im Voraus. Das passt eher. Und dementsprechend kann man natürlich trotzdem im normalen Rhythmus folgen. Vielleicht, wenn es dann wieder so weit ist, kann man da öfters folgen. Also, wenn wir schon bei der Folge angekommen sind, dann kann es wohl auch sein. Nicht mehr zwei, sondern also drei oder noch mehr Folgen pro Woche. Und ja, nächste Folge werden wir halt sehen. Also unsicher auf dem Weg dahin machen ins Schloss, aber zunächst eben erst einmal ein bisschen um unsere Ausrüstung kümmern, nochmal nach Hause gehen, das Haus noch ein bisschen umbauen, aber noch nicht um Tränke und so weiter und so fort, darum kümmern wir noch anders mal. Und vielleicht mal offscreen noch ein paar Materialien farmen, in Anführungszeichen. So Nanium glaube ich eher weniger, da wir doch mittlerweile sehr viel haben. Könnt ihr zwar auch machen, theoretisch. Gerade auch wenn es ums große Sonanium geht, nicht wahr? Aber ja. Ich glaube, zu Zelda fliegen, also zum Schloss fliegen, machen wir über den Turm. Die Höhe muss klappen, das hatten wir schon mal gemacht. Außerdem haben wir auch mehr als genug. Also kein Problem. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Dann retten wir Zelda, da finden sie raus, was da abgeht. Und vor allem, naja, ist nach dem Spiel von der Hauptstory her eigentlich vorbei? Geht es nach zum Endkampf gegen Ganondorf? Vielleicht auch schon da oben oder dann unten? Oder wie, wo, was? Wir werden sehen. Bis dahin, ciao zusammen.